Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Die Tagesthemen beginnen heute mit einer Liebesgeschichte, allerdings mit einer enttäuschten. Verwöhnt von dem schnellen Applaus seiner Fangemeinde hat Donald Trump während seiner gesamten Präsidentschaft besonders gern über sein Handy kommuniziert und auf Twitter unaufhörlich geschmäht und auch gelogen. Und Twitter hat ihn lange gewähren lassen. Doch jetzt hat die Plattform beschlossen, den Präsidenten nicht mehr ungestraft Lügen verbreiten zu lassen, wofür Trump sich nun rächen will, und zwar nicht nur an Twitter. Über einen Machtkampf im Internet und wie der den Kampf auf den Straßen befeuert, Verena Bünden. Es gibt gerade viele Fronten, an denen gekämpft wird in den USA. Neben der Pandemie ist es die Empörung über Polizeigewalt gegen Schwarze, die in Minneapolis explodiert. In der dritten Protestnacht brennt die Polizeiwache. Die Ordnungskräfte werden aus dem Epizentrum der Unruhen zurückgezogen. Eine Deeskalationstaktik, die der Bürgermeister noch in der Nacht rechtfertigt. Ich habe die Entscheidung getroffen, das Polizeirevier Nummer 3 zu räumen. Die Symbolkraft eines Gebäudes kann nicht die Wichtigkeit vom Leben unserer Beamten und unserer Bevölkerung aufwiegen. Erst am Morgen beginnen die Löscharbeiten unter dem Schutz von Polizei und Nationalgarde. Es wird wieder martialisch Kontrolle demonstriert, aber auch mit der Strafverfolgung begonnen. Einer der vier Beamten, die an der brutalen Verhaftung von George Floyd beteiligt waren, wird festgenommen. Er hatte mindestens 7 Minuten auf dem Hals des später verstorbenen Floyd gekniet. Den Aktivisten geht das nicht weit genug. Wir geben uns nicht mit einem Beamten zufrieden. Alle von ihnen waren Komplizen und müssen zur Verantwortung gezogen werden. Genauso wie es bei 4 schwarzen Männern wäre, die jemanden getötet hätten. Mit diesem Tweet heizt US-Präsident Trump noch in der Nacht die Stimmung weiter an. Er fordert hartes Durchgreifen. Zitat: Wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen. Twitter markiert den Tweet als gewaltverherrlichend und offenbart schon den nächsten Konflikt. Zwischen dem US-Präsidenten und seinem bevorzugten Sprachrohr eskaliert eine Fehde über Faktenchecks von umstrittenen Präsidentenaussagen. Wie die entscheiden, welche Inhalte sie prüfen, ignorieren oder anpreisen, ist doch reiner politischer Aktivismus. Trump wirft allen sozialen Netzwerken Zensur konservativer Inhalte vor und will sie per Präsidentenerlass stärker reglementieren. Eine Drohung, mit der er sie im Wahlkampf gefügig machen will? Facebook-Chef Zuckerberg möchte sein Unternehmen jedenfalls aus der Kontroverse heraushalten. Ich glaube nicht, dass Facebook oder Internetplattformen generell Schiedsrichter der Wahrheit sein sollten. Das wäre ein gefährlicher Weg, entscheiden zu wollen, was wahr ist und was nicht. Twitter will dem Präsidenten erstmal weiter mit Warnhinweisen die Stirn bieten. Eine Fehde, die noch nicht zu Ende scheint. Und auch auf Minnesotas Straßen sieht es mehr nach Waffenruhe als nach einem Ende des Konflikts aus. Die jahrzehntelange Wunde der Diskriminierung, sie scheint einfach zu tief zu sitzen. Und wir müssen noch mal schalten zu Stefan Niemann, denn aus Washington erreichen uns neue Nachrichten. Stefan, vor einer Dreiviertelstunde hat Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und verkündet, die Beziehung zur WHO, zur Weltgesundheitsorganisation, zu beenden. Das heißt, kein Geld mehr von den USA an die WHO. Was treibt den Präsidenten da an? Ja, das hätten wir auch gern genauer gehört, aber die als Pressekonferenz angekündigte Veranstaltung im Rosengarten wurde zu einem langen Monolog des Präsidenten. Trump hat dann nicht eine einzige Frage zugelassen. Gesagt hat er ja, dass die USA jetzt die Beziehungen zur WHO abbrechen wollen. Vielleicht meint er damit einen formellen Austritt. Die Gelder sollen anderweitig eingesetzt werden. Wir wissen aber nicht, ob er damit sowohl den Pflichtanteil, also sozusagen die Beitragszahlungen, meint und auch die Spenden, die freiwilligen Zahlungen der US-Regierung, die mehr als doppelt so hoch sind. Aber klar ist, das hat er mehrfach gesagt, Trump ist frustriert. Er glaubt ja, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die WHO sich als zu nah an China erwiesen habe, also sozusagen Peking-hörig. Und er ist frustriert und verärgert darüber, dass seine Forderung, die WHO möge sich endlich reformieren, ungehört verhallt sind. Da sei
zu wenig passiert, deswegen jetzt der Schluss auszutreten. Und auch eine zweite Entscheidung von heute Abend hängt mit China zusammen. Die USA wollen Hongkongs vorteilhaften Rechtsstatus weitgehend beenden. Keine spezielle Behandlung mehr, sagt Trump. Was heißt das genau? Das heißt, dass er glaubt, dass Hongkong diese Spezialbehandlung nicht mehr verdient hat, weil es eben nicht mehr eine Insel von Freiheit und Demokratie ist. Peking habe sich so stark eingemischt, dass man Hongkong jetzt quasi genauso behandeln müsse wie das Festland. Das heißt, Zölle, Strafzölle zum Beispiel, würden künftig auch für Hongkong gelten. Und Trump ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat mit Sanktionen gedroht gegen chinesische Beamte in Peking und in Hongkong, die sich in die inneren Angelegenheiten Hongkongs einmischen und die Autonomie untergraben. Also ein starkes Signal in dieser Hinsicht aus Washington. Danke für die frischen Informationen von Stefan Niemann. Und wir kommen zurück zum US-Präsidenten und der Deutungshoheit im Netz. Dazu jetzt ein Kommentar von Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk. US-Präsident Trump kämpft jetzt also für freie Meinungsäußerung auf Twitter. Aber welche freie Meinungsäußerung meint er? Meiner Meinung nach nicht die aller, sondern vor allem seine persönliche. Die Freiheit, politische Gegner mit Schimpfwörtern zu überziehen, Hass zu säen, Lügen zu verbreiten, ohne jede Rücksicht. Ein Beispiel, das hier in den USA für große Empörung sorgt, übrigens auch unter Republikanern: Trump bezichtigt einen ihm unliebsamen Fernsehmoderator des Mordes, obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt. Einfach so, weil er es kann und nirgendwo Rechenschaft ablegen muss. Für Donald Trump ist Twitter ein enorm wichtiges Medium. Er sagt selbst, dies sei sein direktes Sprachrohr zu seinen Fans, vorbei an den traditionellen Medien, deren Berichterstattung er als falsch bezeichnet. Mehr als 80 Millionen Menschen folgen ihm auf Twitter. Dass er ausgerechnet die Freiheit der Online-Plattformen einschränken will, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal eine von Trump verbreitete falsche Aussage als solche kennzeichnet, legt seine eigentliche Motivation offen. Wehe denen, die sich mit ihm anlegen wollen. Twitter hat wenige Stunden später einen weiteren Tweet des US-Präsidenten gebrandmarkt. Der Kampf ist eröffnet, aber es geht meiner Meinung nach nicht um Meinungsfreiheit, sondern um Macht. Ein Machtkampf, der Aufmerksamkeit abzieht von all dem, was nicht so gut läuft für Donald Trump. Corona, die Arbeitslosenzahlen und die Lage der Schwarzen in diesem Land. Sagt und meint Claudia Buckenmeier. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Wissenschaft jemals einen so unmittelbaren Einfluss auf die Politik gehabt hätte wie in dieser Pandemie. Denn was Wissenschaftler über das neue Virus herausfinden, hat sofort Folgen auf das Leben jedes Einzelnen. Das Problem dabei, Forscher und Politiker leben in Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Wissenschaft braucht Zeit, Politik aber muss gerade in diesen Zeiten schnell entscheiden. Und so geschieht es, dass Forscher wie Christian Drosten getrieben werden. Von der Politik, von einer hochnervösen Öffentlichkeit und ganz besonders hartnäckig von einer Zeitung, die diesen Mann, so scheint es, am liebsten zu Fall brächte. Svea Eckert berichtet. Sie sind die Erklärer der Krise geworden. Wissenschaftler wie Christian Drosten von der Charité Berlin. Getrieben von den Medien und der Politik. Die Entscheidungen mit ihren Studien begründen. Wir haben kluge Virologen gesagt, es wäre nicht gut, die Schule zu schließen. Man würde sich wünschen, dass die Virologen und Epidemiologen einmal wie die Kardinäle zur Papstwahl in ein Konklav zusammenkommen. Und wenn sie sich einig sind, steigt weißer Rauch aus. Aber kann Wissenschaft das leisten? Es sind Welten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sagen Beobachter. In der Wissenschaft, da streitet man gewissermaßen um Wahrheiten. Also, und zwar um Wahrheiten oder um verlässliche, sagen wir mal, um verlässliches Wissen. Und dieser Prozess ist häufig oder in der Regel sehr langwierig. Wissenschaft braucht Zeit. Politik und Medien wollen zuspitzen. Studie grob falsch, titelt die Bild-Zeitung am Dienstag. Was war passiert? Christian Drosten hatte gemeinsam mit seinem Team eine Studie zu Kindern veröffentlicht. Eine Vorabversion mit Ungewissheiten, wie er im April im Interview einräumt. Children may be as infectious as adults. Und das ist eigentlich, was wir hier sagen. Es könnte gut sein. Andere Wissenschaftler prüfen die Studie, finden statistische Ungenauigkeiten, fordern eine Überarbeitung. Johannes Hübner von der Kinderklinik in München beobachtet diesen wissenschaftlichen Prozess sehr genau.
Er behandelt an Corona erkrankte Kinder. Neue Studien sind für ihn wichtig. Sie müssen sich vorstellen, diese Krankheit, die kennen wir seit 4 Monaten. Das ist alles sehr, sehr kurz. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Informationen so schnell bekommen und dann eben auch darüber diskutieren. Also insofern ist es ein positiver Prozess und ein ganz normaler Prozess. Und Vorwürfe wegen nicht korrektem Arbeiten, die sind komplett an den Haaren herbeigezogen. Die Kronzeugen der Bild-Zeitung distanzieren sich. Die Wissenschaftler sagen, die Bild-Zeitung hätte nie mit ihnen gesprochen. Außerdem seien sie verkürzt dargestellt. Der Chefredakteur steht weiterhin zu dem Text, räumt aber ein, man hätte Christian Drosten mehr Zeit zum Antworten geben müssen. Dass wir nur diese eine Stunde Zeitfrist gesetzt haben, das tut mir leid. Unser Ziel war eine Antwort von Professor Drosten. Und ich glaube, dass diese Antwort auch möglich und richtig gewesen wäre und angebracht gewesen wäre, dass es nicht an dieser Stundefrist hätte scheitern müssen. Aber dass das da so angekommen ist, das tut mir leid. Millionen schauen auf die Wissenschaftler, wollen Antworten, am liebsten sofort. Aber die Diskussion ist nötig. Man würde die Kritik jetzt einarbeiten, heißt es von der Charité. Wir werden das aber jetzt noch mal aufarbeiten und werden zumindest mal eine vorläufige Version unserer Überarbeitung jetzt online stellen. Das ist sicherlich nicht die endgültige Manuskriptversion, die wir dann zur Publikation einreichen werden, denn da müssen wir sorgfältig sein und das kostet einfach Zeit. Wissenschaftler wie Christian Drosten. Plötzlich prominent zwischen Medien und Politik. In der Politik ist es eine Schwäche, seine Meinung zu ändern. In der Wissenschaft ist das normal. Als heute der Nachbar Dänemark verkündete, Deutsche, Isländer und Norweger dürften dort wieder einreisen, da wurden die Schweden ausdrücklich ausgenommen. Zu groß ist offenbar die Angst, mit den Schweden könnte auch das Virus wieder über die Grenzen gelangen. Hier in Stockholm saß man im April unter blühenden Kirschbäumen eng beieinander, während anderswo in Europa strenge Ausgangssperren und Kontaktverbote den Alltag einschränkten. Die Schweden sollten freiwillig Abstand halten und vernünftig sein, empfahl die Regierung und war sehr stolz auf den eingeschlagenen Sonderweg. Doch vor allem die hohe Zahl der Toten im Vergleich zur Einwohnerzahl stellt diesen Weg aus heutiger Sicht in Frage. Eine Zwischenbilanz von Christian Stichler. Das sind die Bilder, die viele mit dem schwedischen Weg verbinden. Offene Schulen bis Klasse 9 und offene Kindergärten, so wie hier nördlich von Stockholm. Keinen einzigen Tag musste die Kita Lillabalda während der vergangenen 3 Monate schließen. Ebenso wenig gab es hier steigende Infektionszahlen. Wir waren noch nie so viel draußen und hatten noch nie so gesunde Kinder wie in diesem Jahr. Und von anderen Kitas höre ich dasselbe. Offene Restaurants, keine Ausgangssperren, keine Maskenpflicht. Einsicht statt Verbote. Damit haben die Schweden und vor allem er, Staatsepidemiologe Anders Tegnell, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gut funktioniert hat, dass wir die Schulen offen gelassen haben. Das hatte überhaupt keinen negativen Effekt. Auch andere Teile der Gesellschaft konnten weitermachen, ohne große negativen Folgen. Aber das Virus hat sich ohne Lockdown in Schweden deutlich stärker verbreiten können. Eine Folge davon fast 4.300 Corona-Tote. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl hat Schweden damit eine der höchsten Sterblichkeitsraten weltweit. Ein Grund sind die vielen Corona-Fälle in den Alten- und Pflegeheimen. Viele Angehörige erheben inzwischen schwere Vorwürfe. Zu ihnen gehört auch Thomas Andersson. Er ist sich sicher, wenn er nicht interveniert hätte, wäre sein Vater an Covid-19 gestorben. Nur eine Krankenschwester hatte den 81-Jährigen untersucht. Der zuständige Arzt hatte keine Zeit und wurde per Telefon hinzugezogen. Er entschied, dass Thomas' Vater, mit Morphin ruhiggestellt, seinen letzten Weg gehen sollte. Unsere Alten haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Sie sind es, die unser Gesundheitssystem aufgebaut haben. Aber sie dürfen nicht davon profitieren. Ich möchte nicht behaupten, dass es überall so schlecht ist, aber ich glaube, dass es überall an Ressourcen fehlt. Thomas musste erst alle Hebel in Bewegung setzen, damit sein Vater wieder behandelt wurde und am Ende überlebt hat. Anna Skarsjö kennt diese Fälle. Sie arbeitet als Pflegerin in Göteborg. In der Pflege werde seit Jahren überall gespart. Viele Pflegekräfte seien krank zur Arbeit gegangen, weil sie nur nach Stunden bezahlt werden. Und gerade jetzt in der Krise fehle es an klaren Regeln zum Umgang mit Schutzausrüstung.
Bei einem Virus, das wir noch nicht einmal seit 6 Monaten kennen, nur die niedrigste Stufe des Schutzes anzuordnen, gerade für uns, die wir mit den Patienten sehr eng arbeiten, das finde ich und viele meiner Kolleginnen sehr merkwürdig. Die Hygienevorgaben kommen in erster Linie von der Nationalen Gesundheitsbehörde und von Anders Tegnell. Inzwischen gesteht auch er Fehler ein. Zu den negativen Aspekten gehört ohne Zweifel die hohe Zahl von Toten und dass wir die Heimbewohner bisher nicht besser schützen konnten. Die Fälle gehen zwar zurück, aber wir haben gemeinsam mit anderen noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Wirtschaftlich hat die Krise auch Schweden hart getroffen. In der Hotellerie und Gastronomie fehlen die Gäste. Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Und mit seiner Exportwirtschaft ist Schweden besonders von der globalen Konjunktur abhängig. Der schwedische Weg, zumindest wirtschaftlich, hat er nicht geholfen. Ja, lassen wir uns das noch mal einordnen von unserem Korrespondenten in Stockholm, Christian. Also eine hohe Todesrate, die Wirtschaft im Keller, viele Arbeitslose. Ist der schwedische Weg gescheitert? Naja, die Schweden sagen erstmal abgerechnet sozusagen, wenn man das so sagen darf, wird erst am Ende nach der Pandemie. Aber natürlich ist die hohe Zahl der Toten eine schwere Bürde für das Land, auch gerade im Vergleich zu den Nachbarländern Norwegen und Dänemark. Zumal ein gewünschter Nebeneffekt, sozusagen die Herdenimmunität, ausgeblieben ist. Über dieses Wort wird tatsächlich hier in Schweden noch gesprochen und Anders Tegnell und seine Behörde hatte prognostiziert, dass zumindest in Stockholm diese Herdenimmunität schon im Juni hergestellt sein könnte. Die jüngste Studie nach Antikörpern hat jetzt aber gezeigt, dass nur 7,5% der Stockholmer einen Antikörper in sich tragen. Also von einer Herdenimmunität ist man da noch sehr weit entfernt. Mhm. In Deutschland wird gerade das diskutiert, was die Schweden von Anfang an gemacht haben. Ob nicht alle Kinder wieder Kitas und Schulen besuchen sollten. Und deshalb auch die wichtige Frage, wie ansteckend Kinder überhaupt sind. Welche Erkenntnisse haben die Schweden dazu? Also zum einen gibt es leider bisher noch keine wissenschaftlichen Studien zu den offenen Schulen und Kindergärten in Schweden. Allerdings die Erfahrung zeigt jetzt nach mehr als 3 Monaten, dass es rund um die Schulen keine Infektionsherde gibt. Wenn es Fälle gab, dann haben Erwachsene in aller Regel die Infektionen in die Schulen hineingetragen. Diese Erkenntnis deckt sich übrigens auch mit den anderen skandinavischen Ländern. Die Isländer zum Beispiel haben ihre Schulen Anfang Mai komplett ohne Einschränkungen für Schüler bis 16 Jahre eröffnet. Und auch die Dänen haben ja seit 6 Wochen ihre Grundschulen schon offen. Und auch hier haben die Virologen gesagt, ist ein Anstieg bei den Kindern an Virusinfektionen ausgeblieben, überraschenderweise. Und in Norwegen, da gilt ab Dienstag nun auch kein Abstandsgebot mehr und kein sozusagen Spiel nur noch in Kleingruppen. Also bei den Schulen sind sich die Skandinavier offenbar sehr, sehr einig. Interessante Ergebnisse auch für die Deutschen. Danke, Christian Stichler nach Stockholm. Und wir kommen zu einem sehr traurigen Fall eines Mädchens, dessen Leben viel zu früh endete. Diese Steine hier haben seine Freunde bemalt als Erinnerung an die 3-jährige Greta aus Nordrhein-Westfalen. Ausgerechnet dort, wo kleine Kinder besonders behütet sein sollten, wurde das Mädchen misshandelt und getötet. Eine Erzieherin steht unter Mordverdacht und die Ermittler kamen auf die Spur, dass auch für andere Fälle diese Frau verantwortlich sein könnte. Jens Eberl über die immer wiederkehrende Frage, ob solche Verbrechen nicht hätten vorher bemerkt und verhindert werden können. Am 21. Oktober kam es in dieser Kita in Viersen zu einem Notarzteinsatz. Die 3-jährige Greta atmete nicht mehr. Knapp 2 Wochen später starb sie im Krankenhaus. Der Verdacht gegen eine Erzieherin wiegt schwer. Sie soll das Mädchen getötet haben, sitzt in Untersuchungshaft. Schon vorher gab es in 4 Betreuungseinrichtungen, in denen die Erzieherin arbeitete, insgesamt 10 Zwischenfälle. Unter anderem in Kempen. Hier im Rathaus stellt man sich momentan viele Fragen. Hätte vielleicht doch früher etwas auffallen müssen? 4-mal musste ein Notarzt einen Jungen wegen Atemproblemen behandeln. Auf die Erzieherin war damals kein Verdacht gefallen. Ihr Arbeitsvertrag wurde aber dennoch wenig später beendet. Sie hat mir dabei gestanden, statt wirklich also auch Kinder zu betreuen, Kinder anzuleiten, zu fördern auch. Sie hatte einfach nicht die entsprechende Art, um hier mit Kindern intensiv zusammenzuarbeiten, die Kinder entsprechend auch zu fördern. Immer wieder stellten die Vorgesetzten fest, dass die Erzieherin für ihren Job eigentlich gar nicht geeignet war. Doch warum stand das nicht in ihrem Arbeitszeugnis? Da stünden das Arbeitsrecht und der Datenschutz im Wege.
Zum einen ist das Thema wohlwollend soll es geschrieben sein, sonst, wenn das Arbeitszeugnis nicht wohlwollend geschrieben ist, landen sie sofort vor dem Gericht. Das heißt, sie werden vom Arbeitnehmer natürlich entsprechend belangt. Und das andere ist, dass Verdachtsfälle, dort wo sie nur sagen, guck mal, das könnte so gewesen sein, dort einfach nicht auftauchen dürfen. Stehen das Arbeitsrecht und der Datenschutz also über dem Kindeswohl? Der Deutsche Kinderschutzbund fordert nun, dass im Bedarfsfall mehr Daten über das Kita-Personal weitergegeben werden müssen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, dass man eine Vorgeschichte weiß von der Mitarbeiterin, dass man die Gesetze insoweit ändert, dass bei diesem Beruf, ähnlich wie auch bei Lehrerinnen und Lehrern, die beamtet sind, eine Personalakte beim Arbeitgeberwechsel weitergegeben werden kann und muss. Offenbar spielen in dem tragischen Fall auch Personalsorgen eine große Rolle. Fachkräfte seien nur schwer zu bekommen. Da werde vielleicht manchmal nicht so genau hingeschaut. Die Personalnot ist groß in dem Bereich Erzieherin, Kita. Das heißt, wir stellen bestimmt Kolleginnen ein, die wir vor 10 Jahren noch nicht eingestellt hätten. Das ist so. Bei dem Tod der 3-jährigen Grete aus Viersen steht die unter Mordverdacht stehende Erzieherin im Mittelpunkt. Aber der Fall offenbart auch Probleme im System mit schlimmen Folgen. Wir haben es eben schon gehört, die USA reagieren scharf auf das Vorgehen Chinas in Hongkong und das sogenannte Sicherheitsgesetz. Auch die EU hat sich heute dazu positioniert. Die Nachricht mit Judith Rakers. Die Europäische Union hat sich tief besorgt über das Vorgehen Chinas geäußert. Nach einer Videokonferenz der EU-Außenminister kritisierte der Außenbeauftragte Borrell das von Peking vorangetriebene Sicherheitsgesetz scharf. Es stehe nicht im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen Chinas. Anders als die USA erwäge man jedoch keine Sanktionen. Der Bundestag hat die Ausweitung der Bundeswehreinsätze in Mali und der Sahelregion beschlossen. Künftig sollen sich dort bis zu 450 Soldaten an der EU-Ausbildungsmission für die einheimischen Streitkräfte beteiligen. Das sind 100 mehr als bisher. Das neue Mandat sieht auch eine regionale Erweiterung über Mali hinaus vor. Die Abgeordneten beschlossen zudem eine Verlängerung der deutschen Beteiligung am UN-Einsatz MINUSMA. Laut Umfrage für den diesjährigen Ernährungsreport essen die Menschen in Deutschland weniger Fleisch. Landwirtschaftsministerin Klöckner stellte den Bericht heute in Berlin vor. Demnach gaben 26% der Befragten an, jeden Tag Wurst oder Fleisch zu essen. Vor 5 Jahren waren es noch 34%. 81% sprachen sich für mehr Tierwohl aus und wären laut Umfrage auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Für viele Autofahrer hat das Pfingstwochenende mit Staus begonnen. Nach der Lockerung der Reiseeinschränkungen im Zuge der Corona-Krise rechnet der ADAC auch in den kommenden Tagen mit viel Verkehr. Vor allem in den Großräumen Hamburg, Köln oder München. Für zusätzliches Verkehrsaufkommen dürften Lkw sorgen. Das übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen ist wegen der Corona-Pandemie weiter ausgesetzt. Es ist das Weltgeschehen, das unsere Sendungen bestimmt. Es sind oftmals Konflikte und das Zerren der Politik, diese zu lösen. Dabei kommt oft das Leben jener zu kurz, deren Probleme zu lösen die Politik ja erst angetreten ist. Wie sieht der Alltag der Menschen in Deutschland aus? Welche Geschichten haben Sie zu erzählen? Ab heute wollen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, noch genauer hinzuschauen und reisen quer durch die Republik in unserer neuen Rubrik Tagesthemen mittendrin. Das erste Ziel ist heute Bollstedt in Thüringen. Ein Ort, der einen Haufen Auszeichnungen trägt, weil hier Gemeinsinn nicht nur auf einem Planpapier steht. Und der wird jetzt in der Corona-Pandemie auf die Probe gestellt. Nadja Storz über den besonderen Bollstedter Weg. Das Ziel ist da in der Mitte. Und sie laufen ihren Weg und planen und tun und machen und stellen dann irgendwann fest, ja, dass sie sich vom Ziel noch mal ein Stückchen entfernen. Aber irgendwann schaffen sie auch das. Und wenn Sie noch 3 Schritte gehen, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Und jetzt wissen Sie, wie Bollstedt funktioniert. Bürgermeister Thomas Arke, 49 Jahre alt, gebürtiger Bollstedter. Er lässt mich Runden drehen, damit ich sein Dorf verstehe. Also habe ich Runden gedreht. Ein Wochenende lang in Bollstedt, Westthüringen, zwischen Unstrut und Hainich. Viel Landwirtschaft und Dienstleistung, kaum Industrie. Ausgerechnet hier liegt das Vorzeigedorf. Bollstedt darf sich Dorf mit Zukunft nennen, hat sich 2019 unter hunderten Dörfern bundesweit durchgesetzt. Hier stehen Bänke, Tische,
extra noch mein Schild, Wanderers Rast. Hier sind also auch Fremde herzlich willkommen. Hier mal und dann kam Corona, Kontaktsperre statt Dorfgemeinschaft. Unsere Aufgabe ist es eben, noch mehr als sonst zuzuhören und auch die Zwischentöne zu hören. Nicht nur das, was die Leute erzählen, sondern auf das zu hören, was die Leute eigentlich meinen. Ja? Das ist eben die Gefahr, die nicht passieren darf, dass die Leute dann irgendwann resignieren. Und je länger das jetzt dauert, umso schlimmer wird das dann eigentlich. Heute hält die Leute noch bei Laune, dass sie wissen, okay, es ist nur temporär. Aber je länger diese Phase jetzt dauert, umso schlimmer wird das alles. Moin zusammen. Moin. Hier baut der Spielplatzverein. Mit Mundschutz und auf Abstand. Dutzende Eltern aus Bollstedt haben sich dafür zusammengetan. Der Spielplatz war so, wie er war, 25 Jahre alt. Und der Spielplatz ist uns erstmal wichtig für unsere eigenen Kinder. Und auch um im Dorf einen Anziehungspunkt noch, sag ich mal, für Familien, die vielleicht das Interesse haben, hierher zu ziehen. Wer hier lebt, engagiert sich. Das sei Gesetz, erzählen sie mir. 10 Vereine bei 1000 Einwohnern. Ein Dorf macht Pause. Einige Vereine dürfen sich wieder treffen. Der Schützenverein zum Beispiel. Nur wo sind die Schützen? Wir haben seit 15. Mai haben wir jetzt wieder offiziell geöffnet. Und ich hatte eigentlich angenommen, dass mehr kommen zum Trainieren wieder. Trainieren darf hier immer nur einer. Trotz Plexiglas zwischen den Schießbahnen. Wettkämpfe sind bis auf Weiteres abgesagt. Sie tun sich schwer hier mit den Corona-Regeln. In Bollstedt gab es bis heute keine Covid-19-Fälle. Man überdenkt dann auf jeden Fall das, wen man dann als nächstes wählt, zum Beispiel. Da geht es doch schon los. Und das wird nicht nur ein Einzelfall sein, das werden viele machen. Und werden sagen, die haben uns so sehr eingeschränkt und gemacht, hätten das andere vielleicht nicht gemacht. Also wähle ich dann doch lieber jemanden anders. Ja, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Ne? Wenn die Leute dann so unzufrieden sind, dass sie dann vielleicht die extremen Ränder wählen. Draußen wartet Ronny Endert auf uns, auch Mitglied im Schützenverein. Weil er spastisch gelähmt ist, haben ihm die Herren einen Spezialbogen gebaut. Nach 2 Monaten Pause endlich wieder Training. Thomas Arke nimmt mich mit zu den Richters. Das Ehepaar hatte gerade goldene Hochzeit. Der Tag sollte etwas ganz Besonderes werden. Sonst kommen die Leute zu einem nach Hause. Und man trinkt ein Gläschen Sekt und man reicht so ein kleines Häppchen. Ja, jetzt haben sie nur alle geklingelt, ihre Geschenke vor die Tür gestellt und dann auf den Fußweg sich gestellt, einen noch gratuliert. Es war schon ein bisschen traurig, ne? Das Dorf schenkt den Richters einen Baum im Erinnerungswäldchen. Eine typisch Bollstädter Idee. Wer sich engagiert, wer etwas zu feiern hat, der soll auch nicht vergessen werden. Ich hau lieber. Du haust lieber. Na dann, Vorsicht. Und auf einmal ist es vorbei mit der Ruhe im Dorf. Es ist Abend geworden und sie sind dann doch noch zusammengerückt in Bollstedt. Garagenkonzert, das gibt es hier jetzt immer, Punkt 18 Uhr. Was uns eben überhaupt nicht passieren darf, ist, dass die Leute schlecht drauf sind. Ja? Wir müssen uns unseren Lebensmut erhalten, unseren Frohsinn erhalten und dann kriegen wir auch diese Situation noch gemeistert. Das Dorf mit Zukunft. Zusammenhalt ist unser Geheimnis, sagen sie. Abwanderung kennen sie nicht. Was so einfach klingt, ist harte Arbeit. Abstand halten und sich gleichzeitig ganz nah sein. Sie versuchen es in Bollstedt. So, jetzt brauchen wir von Carsten noch die Bestätigung, dass es wunderschönes Pfingstwetter bleibt. Am Pfingstmontag wird es wunderschön verbreitet in Deutschland. Aber in den nächsten beiden Tagen müssen wir wohl eher mit mehr Wolken Vorlieb nehmen. Das können wir auch schon sehen anhand der Wetterlage. Wir haben es morgen mit einem riesigen Hoch über Skandinavien zu tun. Auf der einen Seite einem Tiefdruckgebiet über Osteuropa. Und dazwischen etabliert sich morgen und auch übermorgen am Sonntag eine nordöstliche Strömung, mit der nicht ganz so warme und vor allem auch eher wolkenreichere Luft zu uns nach Deutschland kommen wird. Wir sehen die Folgen auch direkt beim 15-Tage-Trend, am Beispiel von Leipzig. Samstag und Sonntag sind die Temperaturen so lala, oftmals unter 20 Grad. Aber ab Pfingstmontag wird es wärmer und in der nächsten Woche, und das gilt für ganz Deutschland, haben wir es verbreitet mit sommerlichen Temperaturen zu tun. Aber schauen wir uns erstmal die nächsten zwei Tage an. Beginnen wir mit der Nacht. Da kommen dann allmählich aus Norden und aus Nordosten immer mehr Wolkenfelder. Ganz im Westen bleibt es klar und auch morgen Vormittag viel Sonnenschein. Im Westen, auch an der Nordseeküste, bleibt es den ganzen Tag recht
meist sonnig, während sich im Osten, in der Mitte und im Südosten die Wolken verdichten. Im Osten Bayerns sind am Nachmittag sogar kurze Regenschauer möglich. Die Temperaturen gehen nachts weit zurück, oftmals auf 4 bis 11 Grad. Tagsüber wird es im Westen wärmer mit 21 bis 25 Grad. Im Osten sind es 17 bis 19, in Bayern sogar nur 14 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: ähnliches Wetter noch einmal am Sonntag. Da kann es vor allem im Erzgebirge und im Bayerischen Wald ein paar Tropfen geben. Der Montag komplett anders, viel Sonnenschein, kaum noch Wolken und Temperaturen bis zu 27 Grad. Danke, Carsten. Und nach diesen Aussichten bleibt uns nur noch Ihnen ein schönes Pfingstwochenende zu wünschen. Hier geht es weiter mit dem Tatort Wendehammer aus Frankfurt am Main. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, schönen Abend.